Hallo bei der 21. Etappe der Tour de France bei Cycling for Freaks. Von Monaco nach Nizza ein Einzelzeitfahren über 34 Kilometer mit durchaus ein paar Prozenten in Steigung. Bin sehr gespannt. Das Gesamtklassement ist noch nicht entschieden. Ich bin der Meinung, alle von diesen dreien können das noch gewinnen. Also es wird sehr, sehr spannend. Schauen wir mal rein, wie das Zeitfahren läuft. Die ersten 3 Kilometer sind um. Wir sehen, dass ich ganz gut mithalte. Gibt auch ziemlich viel Einsatz. Das Gesamtklassement, was sehr interessant ist, ändern wir auf virtuell. Estara Besch hat 4 Sekunden gut gemacht auf Marquez. Sullivan hat extrem verloren. Der wird wohl sehr, sehr schwach sein. Oder er spart ein bisschen Kraft. Werden wir gleich sehen, wenn wir jetzt in den Berg reingehen, ob sich das da ändert oder nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir gucken uns mal bei der Zwischenzeit wieder an, wie es dann aussieht. So, 11 Kilometer. Wir sind auf dem ersten Berg angekommen. Tageswertung sieht aktuell gut aus für Gipfelstürmer. Ich gehe aber davon aus, dass Tobias Voss jetzt, wo es mehr Abfahrt und flach kommt mit seinem Zeitfahrwert, dass er da noch einholt. Gesamtklassement sieht man hier. Marquez, Tarabesch sind 7 Sekunden getrennt. Wir müssen mal gleich gucken. Wir müssen noch Kilometer aktualisieren. Nach Wertung setzt er das immer zurück, das Virtuelle. Wir sehen aber auch, dass Sullivan ein bisschen aufgeholt hat. Ja, also wirklich gut rangefahren ist. Machen wir nochmal die nächsten Kilometer. So. Jetzt sehen wir das Virtuelle, wie es aussieht wirklich. Und da sehen wir, Marquez führt noch mit 8 Sekunden und 30 Sekunden vor Sullivan. Sullivan wird wohl keine Chance mehr haben. Sehr, sehr schade. Jetzt geht es noch Marquez gegen Tarabesch. Tarabesch ist ein bisschen besser im Zeitfahren, ganz minimal besser in der Abfahrt. Also es wird sehr, sehr eng bis zum Ziel. So, 17 Kilometer sind um, Col de Ise auch abgeschlossen. Wir sehen, Tarabesch ist immer noch 8 Sekunden hinter Marquez. Da hat sich also nicht viel verändert. Sullivan ist jetzt 33 Sekunden zurück. Der wird raus sein, das holt er nicht mehr ein auf dem Abfahrtsstück. Ja, wir sind ziemlich kraftlos mittlerweile. Vielleicht hätte man nicht 100% fahren sollen. Aber wir werden gleich mal sehen, wie das Ende aussieht. 5 Kilometer haben wir noch bei dieser Tour. Wir sehen es hier. Tarabesch aktuell 3 Sekunden hinter Marquez. Das könnte ganz, ganz eng werden. Vielleicht werden sie dieselbe Zeit haben. Dann ist entscheidend, wer mehr Punkte hat. Da liegt Tarabesch vor Marquez, der auch das Rennen vor ihm beenden wird. Wäre in dem Fall Tarabesch vorne. Vorne Ainu gegen Voss. 11 Sekunden bei nur 5 Kilometern könnte Voss auch bekommen. Vielleicht hat Ainu auch Glück und gewinnt auch noch diese Etappe. Wir sind gleich da mit dem Endergebnis. So, wir sind mit dem Finale dabei. Letzter Kilometer. Marquez und Tarabesch sind aktuell zeitgleich. Es kommt wirklich auf den letzten Kilometer an. Kann Marquez vielleicht nochmal eine Sekunde rausholen? Oder gewinnt Tarabesch die Tour de France? Das wird jetzt sehr, sehr spannend. Also, so ein Herzschlagfinale. Am Ende nach 21 Etappen. Das ist schon krass. Das ist wirklich krass und atemberaubend, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil so ein knappes Ergebnis, mal hat der eine die Etappe gewonnen, mal der andere. Es sind jetzt ein paar Punkte Unterschied, aktuell ja ein Punkt Unterschied, naja, am Ende werden es vielleicht 3-4 Punkte Unterschied sein und nur deswegen die Tour de France gewinnt oder nicht, oder vielleicht doch aufgrund einer Sekunde, wir werden es gleich sehen, gleich wird der Kilometer berechnet. Und dann sehen wir das Ergebnis. Also, Marquez gewinnt sogar 2 Sekunden am letzten Kilometer und gewinnt die Tour de France 2024. Herzlichen Glückwunsch. Voss gewinnt die Etappe. Wir sind zufrieden. Danke. Wow.